Hallo, hallo Leute, ich bin's der Matthias, Hobbywerkstatt Bitburg. So, für jetzt kommt hier was, wo für die Leute, die sich gefragt haben, wo ist der Unterschied zwischen einem amerikanischen Modell bzw. einem Motor von einer 900R aus Amerika, die Abgasrückführung hat. So, ich habe vor kurzem mal zwei Motorräder bekommen. Mit dieser Geschichte, amerikanische. So, das heißt auch, es wird auch eine Top Gun hier werden. So, das sieht jetzt hier noch nicht so ganz schön aus. Die Räder sind noch nicht da drauf, die dahin gehören, und die ganze Lackierung habe ich natürlich auch noch auf der Seite liegen. Es geht jetzt erstmal um den Motor und Anbauteile, die ich jetzt, ich gehe mal ein Stück näher ran. So. Was ich jetzt alles so ein wenig sauber gemacht habe. So, und hier kommt der Unterschied jetzt. Ihr seht den roten Schraubenzieher da drin stecken. Ich zeige es euch mal, ich hole ihn mal raus. Ja, man kann es sehen. Dieses kleine Loch hier, man meint nicht, welche große Wirkung das hat. Ich zeige auch noch mal mit dem Finger drauf. Ich weiß, ich hätte mal die Finger waschen können, aber während dem Schrauben, ich schraube immer ohne Handschuhe. So. So viel dazu, bevor ein Kommentar kommt. Gell? Also dieses Loch hier, ich stecke nochmal den Schraubenzieher rein. Ihr seht, wie lang der ist. Weg ist er. Dieses ist die Führung für die Abgasrückführung, weil dieser Kanal geht zum Auspuff raus. Vorne am Auspuffkanal, am Auspuff vom Zylinderkopf hier, kommt heiße Luft. Die Auspuffgeschichte geht hier nochmal zurück, kommt da raus. Ich habe auch hier den Deckel mal vorbereitet. Der ist ja auch ganz anders durch die Abgasrückführung. So sieht er aus. Ich habe ihn gleich mit neu lackiert. Ich hole das oben ist jetzt ein Ventil, was eine gewisse Menge durchlässt. So rechts und links diese Erhöhungen. Ich decke es mal auf. So, man kann es jetzt sehr gut sehen. Da sitzen Membranen drunter. Ich nehme mal eine weg. Klappe sie einfach mal nach vorne. Man sieht hier unten die Membranen. Die lassen nur so und so viel Druck durch, diese kleinen hier. Diese Öffnungen hier, die kommen, wenn jetzt der Deckel aufgesetzt wird, ich zeige es euch mal an einem anderen, oder ich drehe den hier einfach mal um. Na, jetzt fällt es noch runter. So, mal gucken, wie ich den anpacke, dass ich ihn nicht ganz vermacke hier. So, diese kleinen Stifte hier, die kommen in die Führung vom Block hier, vom Zylinder. Da gehen die Stifte rein. Das Ganze ist hohl von dem Deckel hier. Ich stehe es nochmal gerade rum. Ihr seht hier die Führungen hier. Das sind die jetzt, die von unten hoch durch den Deckel gehen, kommen hier raus. Man kann es wieder sehen. So, ich lege mal gerade die Membrane, gerade gucken, wie sie drauf kommt. Wieder drauf. So. Unsere Geschichte kommt wieder für Abgasrückführung. Entschuldigung. Hier kommt jetzt ein Schlauch drauf. Der geht hier durch den Rahmen, also unterm Rahmen. Geht da drunter durch und hier sitzt dieser Luftfilter hier drin, hier wo ich mit meiner Hand jetzt verschwunden bin. So, der Luftfilter, ich habe ihn noch nicht sauber gemacht, aber ihr könnt erkennen, dieses Rohr, was hier rauskommt, gibt es am deutschen oder europäischen, gibt wie wir es hier haben, wie wir es fahren, gibt es das nicht. So, hier habe ich noch einen Zylinderkopf und Deckel liegen vom Motor. Ihr seht, hier ist gar nichts, was man irgendwo verschrauben kann.
Ich drehe mal rum. Da gucken noch keine, da schauen noch keine Bolzen raus. Also geht auch da nichts durch. Aber man sollte sie, diese Ringe, wenn man den Deckel runter hat, die Ringe ganz wegholen, sauber machen und mit leichtem Silikon irgendwas einkleben. Genau wie die Zylinderkopfdichtung hier. Einen Tag vorher schon bearbeiten, weil es wird hier eng durch. Aber da muss sie durch. Und da gibt es ein paar Stellen, wo man einfach nur hängen bleibt. So, das also zum Unterschied zwischen einem amerikanischen Bike mit Abgasrückführung und unsere hier, die wir hier so kennen. Was das amerikanische noch hat, was man jetzt hier leider an dieser Maschine nicht sehen kann, ich zeige es euch auch noch kurz, das Lichtschalter bei der amerikanischen Version ist komplett weg, da ist nichts. Und hier auf der anderen Seite, wo man hier nichts sieht jetzt praktisch, an dieser Stelle kommt ein roter Knopf, eine Warnblinkanlage hin. Vom Kabel ist es ganz leicht anders. Deshalb, wenn ihr eine amerikanische habt, passt mit dem Lenker auf, mit den Griffstücken. Die passen nicht auf die deutsche. Den Fall habe ich vor längerer Zeit mal gehabt. Und ich habe mich gefragt, wieso das wohl nicht geht. Aber ich hatte irgendwie auch ein Kabel zu viel. So, den Motor habe ich jetzt also schon mal ein bisschen verschönert. Ich gehe mal ganz langsam dran vorbei. Es ist nicht mehr gerade so hell in der Garage hier. Aber für dieses hier, denke ich mal, reicht es noch. Ich bin zwar hier an einer Stelle, wo es ein bisschen mehr beengt ist als wie der letzten. Das tut er lieber, aber keine Abzurmaschine zu dem ganzen GPZ-Gedöne, was ich hier habe, so. Im Gegenteil, wie sagt man, was einen nicht tötet, macht einen härter. So, der Vergaser ist auch fertig. Anlasser und Lichtmaschine hatte ich raus. Alles schön sauber gemacht. Jetzt kommt noch der Vergaser drauf heute und der Luftfilterkiste wird noch sauber gemacht. Der Deckel kommt jetzt noch drauf. Das vordere habe ich auch eben von der Stunde erst geschraubt. Ich finde, es ist soweit gut geworden. Wenn jetzt die anderen Felgen mit den Rädern drauf sind, dann sieht das nach unten schon mal relativ gut aus. Und wie gesagt, die Verkleidung für die Top Gun ist fertig. Und das hier wird eine. Tja, schauen wir mal. Es gibt Bilder, wenn sie fertig ist, auf YouTube zu sehen. Und wer sie sonst sehen will, kann sich bei mir oder bei mir mal melden. Ist gar kein Thema. Aber so viel zu der Maschine, amerikanisch-deutsch. Das hier ist jetzt eine, wo ich jetzt die Elektrik vorne nicht umbauen werde. Aber ich habe einen guten Motor gebraucht und ich habe es. Der Motor sah, also Leute, ihr könnt euch nicht, lasst euch nicht blenden von einem Motorrad, wo der Motor echt scheiße aussieht. Wenn man fertig ist, kann er so aussehen. Voraussetzung, man bringt den Motor ins Laufen und hört ihn ab. Man kann super einen Motor abhören. Ihr braucht nur einen langen Schraubenzieher zu nehmen. Haltet die Spitze einmal hierhin und das Metall auf Metall, das Kunststoff von dem Schraubenzieher oder Holz ans Ohr. Einmal hier unten hin und einmal etwas tiefer. Wenn das gleiche Geräusch ergibt, dann ist der Motor super. So, man kann auch hier oben, wenn man schon auf hat, wie ich jetzt hier habe, wo sind wir denn jetzt hier, die Ventile hier stellen, das geht alles in einem Abwasch. Der Motor war so gut, der hat direkt auf Anhieb 4x12 Bar gehabt, da brauche ich dann nichts mehr machen. So, ich kontrolliere es zwar trotzdem nochmal, wie sie stehen, die Ventile, aber ich musste da nichts machen. So, Vergaser ist natürlich so eine Geschichte für sich. Er muss echt sauber sein, sonst läuft da gar nichts.
Und ich habe jetzt mit Ultraschall mal einen Vergaser gereinigt oder mehrere. Es hat nicht das gebracht, was ich erhofft hatte. Die kleinen Kanäle gingen nicht auf. Also meine herkömmliche Art, Vergaser zu reinigen, ist bis jetzt noch die beste gewesen und schnellste. Was Vergaser angeht, bieten wir hier Service an. Gar kein Thema. Wenn ihr da ein Problem mit dem Vergaser habt, der wird hier gereinigt. Hier kommt ein komplettes Innenleben neu rein von Düsen und so weiter. Ein Vergaser, der von hier kommt, das Moped läuft. So, wie gesagt, wenn ihr da was zu oder dazu eine Frage habt, Vergaser, meldet euch über das Video, schreibt einen Kommentar drunter, ihr könnt euch ja melden. In irgendeiner Form funktioniert das auf jeden Fall. So, ich wünsche euch was von hier aus, von Bitburg hier, einen schönen guten Abend. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen. So, vielleicht sieht man sich, wollte ich sagen. Ich mache jetzt hier ungefähr Feierabend, aber der Vergaser und Deckel muss noch drauf. Dann mache ich für heute auch Feierabend. So, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Euer Matthias, euer Eifelbikes. Ciao.